Die Bayern retten sich in der Champions League und Dortmund muss jetzt zusehen, dass man sich absetzen kann. Der Meisterschaftskampf bleibt offen. Herzlich willkommen zum MyBet-Wettstudio. Zuerst unser Gewinner der Woche. Es ist Michael A. Er hat aus 10 Euro bei MyBet fast 1.500 gemacht. Die Tipps: 3 Bundesligaspiele und 2 aus der Premier League. Er lag in allen Partien richtig mit herkömmlicher 1x2-Wette. Der Gesamtgewinn 1.464,52. So einfach lässt sich spielend gewinnen. Würden Sie auch gern tun? Dann helfen wir Ihnen. Hier sind unsere Top-Spiele der Woche. Gute Gewinnchancen gibt es bei Dortmund Werder. 5 Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten. Das klingt eigentlich komfortabel, wenn der Zweite nicht FC Bayern heißen würde. Diese Meisterschaft ist alles andere als vorentschieden, das weiß Jürgen Klopp. Spätestens seit dem Unentschieden in Augsburg. Aber dennoch, Dortmund stellte mit dem Spiel am vergangenen Wochenende einen Vereinsrekord ein und ist seit, Achtung, 19 Spielen ungeschlagen. Götze ist nach Erholung von der Schambeinentzündung wieder in Dortmund, trainiert aber noch nicht mit der Mannschaft. Beim Heimspiel ist auch Lucas Barrios noch fraglich. Beim Tabellensechsten Werder gibt es immer Aktuelles, zurzeit nur aus der Abteilung Hand ausgerutscht. Mit Glück wird Claudio Pizarro auflaufen, wenn der DFB-Kontrollausschuss ihn nicht noch sperrt. Eine fette Ohrfeige gegen den Hannoveraner Pogatetz nimmt der Verband nämlich ernster als zuerst geglaubt und ermittelt immer noch. Der direkte Vergleich der beiden Teams ist ausgeglichen, 39:42 für Dortmund. Werder hat von den letzten 10 Spielen nur 3 gewinnen können. Die Quoten: 1,38 für einen Heimsieg des BVB, 4,65 für ein Unentschieden. Wer an einen Auswärtssieg von Werder glaubt und 10 Euro setzt, würde im Erfolgsfall von uns 87,50 Euro zurückbekommen. Leverkusen-Gladbach: 2 Spiele ohne Torerfolg. Borussia Mönchengladbach konnte in den vergangenen Partien nicht die nötige Durchschlagskraft entwickeln. Niederlage in Nürnberg, nur 1 Punkt zu Hause gegen Freiburg. Im rheinischen Derby muss jetzt die Trendwende her. Und damit kann sich die Truppe von Favre den vielleicht Startplatz für die Champions League endgültig festigen. Der Trainer hat eine klare Richtung vorgegeben. Jedes Spiel ist ab jetzt ein Schlüsselspiel. Topscorer Mike Hanke ließ auf der Vereins-Homepage verlauten, vielleicht kommt uns ja die eher offensive Spielweise der Leverkusener ein wenig entgegen. Aber ob die nach den letzten Tagen noch voller Offensivpower stecken, das ist sehr fraglich. Von der zurzeit vielleicht besten Mannschaft der Welt in Barcelona mit 7:1 aus der Champions League getreten und danach in Wolfsburg 2:3. Und nach dem Spiel eine ernüchternde Verletztenliste. Am schlimmsten hat's Lars Bender erwischt. Muskelbündelriss, Ausfall für längere Zeit. Michael Ballack ist zurzeit eh nur im Interview zu erleben. An Spielen ist verletzungsbedingt noch gar nicht zu denken. Reinhards, Rolfes, Toprak und Kiesling sind lädiert, laufen aber wohl auf in der Bayer-Arena. Die Quoten: Heimsieg Leverkusen 2,15, Unentschieden 3,3, Sieg Gladbach 3,5. Und noch ein Wetttipp aus der Premier League: Manchester City gegen Chelsea. Das Spiel ist übrigens auf Mittwoch, den 21. März, verschoben, weil Chelsea am Wochenende noch im FA Cup ran muss. Skandalfußballer Carlos Tevez steht beim englischen Spitzenclub Man City vor der Rückkehr in die Profimannschaft. Ende September vorigen Jahres hatte sich Tevez im Champions League-Spiel beim FC Bayern einer Einwechslung durch Trainer Mancini verweigert. Anschließend hielt sich der Skandalprofi in seiner Heimat auf, kehrte erst vor 4 Wochen zurück nach England und entschuldigte sich erstmal öffentlich für sein Verhalten. Seitdem trainiert er mit der Reserve der Citizens und gegen die Londoner könnte er auflaufen. Die Blues haben ein 56 Millionen Euro teures Problem. Es kommt aus Spanien und heißt Fernando Torres. 5 Tore nur in 14 Monaten. Er bleibt zurzeit ein Schatten seiner selbst. Noch nicht mal in der spanischen Nationalelf darf er derzeit auflaufen. Auch Robert Di Matteo, der jetzt statt André Villas-Boas an der Stamford Bridge das Zepter schwingt, hat bei Torres eine mentale Blockade ausgemacht. Er soll einfach nur Fußball spielen. Dann lastet gegen Man City nicht aller Druck auf den Schultern von Didier Drogba. Ein Knüller am kommenden Mittwoch. Setzen Sie bei uns mit folgenden Quoten: 1,8 auf Heimsieg Man City, 35 für 10 bei Unentschieden und 45 für 10 beim Auswärtssieg Chelsea. Ich wünsche Ihnen wie immer den richtigen Tipp und viel Glück.